1. September, der Himmel hat brüllt am Morgen, als das NTB abgenommen haben. Es hat wirklich die ganze Zeit geregnet. Und ich habe dann auch probiert, nachher noch zu telefonieren, wo ich mit dir abmachen wollte. Ich habe dann telefoniert auf der einzigen Nummer, die bei der Homepage drauf war. Dann bin ich beim Rapperswil gelandet. Es hat sich dann entschuldigt und gesagt, ja, das sei gerade mal ein Fehler, dann müssen sie noch nachbessern. Hat mir die Nummer sofort angegeben vom quasi Books, NTB Books, was es immer dann auch ist. Ich habe dann dort telefoniert und dann hat es geheißen NTB St. Gallen. Gut. Ich bin dann irgendwann trotzdem noch zu dir gekommen. Also, ja, es ist ein bisschen komisch, gell? 50 Jahre danach, oder? Und vor mehr als 50 Jahren hat man ja wirklich darum gekämpft, um den Standort Buchs. Wie ist das jetzt dir gegangen, Lothar? Du hast ja die Anfänge alles erlebt. Du hast auch mit dem Christian Beusch natürlich zu tun gehabt, mit dem Martin Hilti, die sich für das eingesetzt haben und so weiter. Wie ist das jetzt dir gegangen heute, also, wo die Buchstaben da runtergekommen sind? Und einen haben wir extra jetzt noch aufgestellt, damit man nicht sagen kann, NTB liegt jetzt am Boden. Ja gut, du sprichst die ganz frühen Jahre an. Ich selber bin 1987 in das Spiel als kleiner Lehrbeauftragter gekommen, habe den Gründerväter und alles noch kennenlernen in den Jahren. Ich bin also sehr verwurzelt mit der NTB in allen Schattierungen, von der HTL zur Fachhochschule und jetzt eben zur Ost. Wobei es ist so, klar, es ist ein emotionaler Moment heute Morgen, wenn die Buchstaben, die Ende 90er Jahre montiert worden sind, da mal abgenommen werden. Aber das ist natürlich ein Meilenstein in einem sehr, sehr, sehr langen Prozess. Eigentlich hat alles 2002 schon mal angefangen mit politischen Bewegungen, wo man gesagt hat, man muss die damals 4 Fachhochschulen in Chur, Rapperswil, St. Gallen und Buchs zusammenführen zu einer Schule. Und es hat verschiedene Episoden gegeben, man hat es in den letzten 2-3 Jahren in der Presse ich will es vernehmen. Aber der Prozess, den wir heute eben mit dem Logo abnehmen und mit dem Start von der Ost am heutigen Tag, der kommt eigentlich ganz generisch. Das ist ein normaler Schritt für uns in einem langen Prozess zu etwas, was sowieso sein muss. Denn 2015 hat der Schweizer Staat, also der Bund, Gesetzgebung für alle Hochschulen auf seinem Landesgebiet geändert. Das sogenannte Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz bedingt gewisse Sachen, nämlich eine Akkreditierung, also eine Überprüfung von einer Institution und das steht noch an. Das wird bis spätestens 2022 müssen erfolgt sein und dass wir da zu einer Schule sollen werden mit Erhalt der restlichen 3 Standorte. Da ist ja ein Gegenstand gewesen, wo das St. Galler Stimmvolk letzten November mit sehr hohem Ja-Anteil abgestimmt hat und da ist jetzt einfach der emotionale, äußere, sichtbare Punkt vom nächsten Schritt. Du bist Mathematiker, du bist auch lange Rektor gewesen. Ich sage jetzt mal, der Rektor der Herzen. Es hat viele Rektoren gegeben, aber du bist ein bisschen der Rektor der Herzen gewesen. Das hat man auch ein bisschen festgestellt. Wo wir den Buchstaben aufgestellt haben mit dem technischen Dienst, hat der technische Dienst gesehen fast aus wie eine Kreuzigung. Das T da. Also du empfindest es jetzt nicht so. Weißt? Rundum hat man das Gefühl, dass schon ein bisschen, also jetzt ist Buchs irgendwie am Boden. Jetzt kommt es ein bisschen ins Abseits. Um das, was man gekämpft hat, um den Standard Buchs, das ist jetzt auch ein bisschen fast in Hintergrund verschoben, oder? Ganz im Gegenteil, Hans-Jörg. Wer sich vielleicht ganz kurz zurückerinnert, im Januar, also Ende Januar 2019, ist durch die Presse gegangen, die Meldung, wo eigentlich die Zukunft, die mittlere, die nähere und die mittlere Zukunft vom Standort Buchs endlich gesetzlich gesichert hat. Nämlich, dass die Trägerkonferenz, das sind die Bildungsminister von der Trägerkantone von der Neuen Ost, gesagt haben, jawohl, Buchs ist ein Standort, das wird jetzt gesetzlich festgelegt. St. Galler Stimmvolk hat es mit einem Ja in seiner Abstimmung sozusagen quittiert. Und vor allem, dass das Departement Technik, und das ist das grösste Departement über alle 3 Standorte hinweg, dass der Lead oder die Leitung, der Hauptstandort von der Leitung von diesem Departement hier in Buchs sein wird. Also das ist, ich tue es jetzt mal emotional ausdrücken, ein bisschen der Ritterschlag gewesen, wobei das nicht primär mit mir als Ritter zu tun hat, sondern mit der Konstellation, mit dem IPTC, mit unserer Technik im Alpenrheintal, in dieser irrsinnig tollen Wirtschafts- und Unternehmensregion. Du bist Mathematiker, aber man merkt es bei dir immer, auch wenn du für einen Campus einsetzt, ist also das neue Logo mit diesen freudigen Pinkfarben, das muss dir irgendwie entsprechen. Also bei dir ist wichtig, dass man Technik, Sachverstand auch irgendwie mit Fun, mit irgendwie Emotionen, ja, mit positiven Erwartungen und Emotionen kann verbinden. Ja, ein Logo ist, egal wo, bei welcher Firma, bei welcher Institution, immer eine Geschmackssache, immer ein
Ach, das kann man so oder so finden. Wir haben uns seit dem Mai letzten Jahres können an das Logo gewöhnen. Und mit dem Logo verbunden sind natürlich die Farben Pink und Brombeer, wie man dem offiziell sagt, mitgekommen. Es hat ein bisschen dafür und dawider gegeben, wie auch mit dem Namen Ost. Es hat viele Witzel gegeben. Aber eins kann ich garantieren. Ich bin von dem Moment weg, wo Ost klar war als Name, nie so oft angesprochen war in der ganzen Schweiz, wenn man auf Tour ist, wie auf den Namen Ost. Also es fällt auf. Und wenn man heute eine Logoseite hat von all diesen Hochschulen und Fachhochschulen in der Schweiz, Ost mit dem Logo fällt einfach auf. Und das ist ja mal ein Zweck vom Ganzen. Was dahinter steckt, was man hinter dem Logo kann alles erfahren, erleben, das ist jetzt unsere Aufgabe, die Aufgabe von allen Mitarbeitenden und Studierenden und Forschenden an diesen drei Hochschulstandorten, das mit Leben zu füllen und mit dem Inhalt zu füllen, den wir gerne hätten, dass man in möglichst wenigen Jahren hinter dem Logo versteht. Wenn wir uns die drei Standorte mal anschauen, St. Gallen, Rapperswil, Bux. Und Bux ist das Tor zum Osten. Also wir haben gewonnen. Wir stehen demnach jetzt als im Zentrum mit dem Ost. Es ist ja auch die Eröffnungskampagne, die gerade läuft, auf vielen Plakatwänden ist «Go Ost». Also wir sind natürlich froh, als der östlichste Standort von dieser Ost, wenn möglichst viele auf Ost kommen. Wir haben gerne Studierende, wir haben gerne Forschende bei uns, wir haben auch gerne Industrieaufträge. Aber ich muss ganz klar sagen, wir sind ein Teil von drei Standorten. Und das Departement Technik, das ich leiten darf ab heute, das hat an allen drei Standorten in Rapperswil, Bux und St. Gallen wirklich Institute, Infrastruktur, Menschen, die Unterricht geben, also Lehre, die Forschung machen, die Dienstleistungen für die Industrie machen. Sicher, es ist wichtig, dass der Standort hier gut funktioniert. Aber im Zusammenspiel mit den anderen zwei Standorten kann er noch viel besser funktionieren. Weil, ganz realistisch gesagt, bis jetzt, also bis gestern, sind wir ja irgendwo mitbewerbend, also fast konkurrierend aufgestellt gewesen, die drei Standorte. Und das sieht fundamental anders aus jetzt. Wir gewinnen durch die Ost mit ihrem Departement Technik nur dann, wenn wir besser zusammenarbeiten als die anderen Fachhochschulen, wenn wir schneller etwas Neues bringen und wenn wir das können unseren Studenten geben, was sie toll finden und weshalb sie eben nicht irgendwo studieren, sondern an einem der Standorte in der Ost. Und wenn sie auf Bux kommen, dann haben wir natürlich besonders viel Freude. Da macht er auch eine Freude. Bändelst du denn jetzt mal als Departementchef Technik? Also seit 1. Januar haben wir im Sinne eines Doppeljobs den NTB noch fertig geführt bis gestern und das Neue schon anfangen aufzubauen. Und weil mein Departement an allen drei Standorten tätig ist, wie ich gesagt habe, bin ich die letzten Wochen vor der Sommerpause und im August 2 bis 3 Tage schon fix am Standort Rapperswil gewesen. Weil der ist etwa zweimal so, also in der Technik zweimal so gross wie Bux selber. Ich bin auch etwa einen Tag zwischendurch in St. Gallen. Das ist nur der kleinere Standort, was Technik anbelangt. Und der Rest auch. Also ich bin jetzt zum Prediger an drei Standorten in dem Sinn geworden. Aber noch gefällt es mir irrsinnig gut. Und natürlich du als internationaler Mensch, als Liechtensteiner, wo natürlich Internationalität immer hochgeschrieben ist, also das passt ja irgendwie auch zu dir. Du bist schon immer international verwurzelt gewesen, international orientiert, oder natürlich? Ja, also ich habe mich als Liechtensteiner hier in Bux extrem wohl gefühlt, auch gut aufgenommen worden, auch in den politischen Gremien, wo man als Rektor damals musste, auch tätig sein. Ist das sehr gut gegangen. Und wenn ich jetzt ab und zu mehr als sonst auf Rapperswil gehen darf, dann ist das für mich persönlich ein bisschen Heimkommen, weil ich darf nicht vergessen, ich bin bis um mit 2. Sek vis-à-vis von Rapperswil über dem Seedamm aufgewachsen. Und der Etzel und all die Berge, die man hier so sieht, das sind meine Schulreis- und Winterschlittelberg gesehen. Also von dem her habe ich keine Berührung gesehen. Rapperswil und hast eine gewisse Verwurzelung, einfach allein von früher her schon. Für dich also in dem Fall alles in Ordnung, einfach anders, going Ost mit voller Motivation. Ja, weil ich bin überzeugt, was das Stimmvolk letzten November, auch das Regionale da, das auch ja gesagt hat, eben gemacht hat, bewusst oder unbewusst. Ich glaube, in 10 Jahren, in 20 Jahren wird man zurückschauen und sagen, dieselbe Entscheidung, dass die NTB ein Standort von der grossen Ost wird, ist eigentlich die Lebensversicherung für den Standort und die Aktivitäten von dem Standort und somit eine Sicherung von Fachkräften und Forschungs- und Dienstleistungen für die regionale Wirtschaft. Und das geht bei uns von Chur bis zum Bodensee, beidseits des Rheins.